Was Sie jetzt sehen, ist das letzte Zukunftsmärkte-Video, das ich hier machen werde. Schade, 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 aber es gibt auch eine gute Nachricht und darum heute noch einmal zum letzten Mal willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Videos wie das jetzt haben Sie vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Ein YouTuber, der sonst immer froh und munter ist, der steht plötzlich da und erklärt Ihnen, das war's jetzt leider. Mit Tränen erstickter Stimme. Und er sagt dann noch, wie schwer ihm das jetzt fällt, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, dass das natürlich eine großartige Zeit auch für ihn war und das ja vor allem der Austausch mit Ihnen unglaublich bereichernd war. Und da bleibt Ihnen dann als Zuschauer natürlich auch nichts anderes mehr übrig, als dann drunter zu schreiben. Oh, wie furchtbar schade und du bist der Beste und ich habe deinen Kanal immer geliebt. Bitte schreiben Sie das hier auch jetzt noch schnell drunter. Aber in meinem Fall ist es nicht ganz so dramatisch. Nur, was ich leider schon sagen muss, der Zukunftsmärkte-Kanal hat keine Zukunft. Ich werde Ihnen auch kurz sagen, warum. Vor 10, 15 Jahren, wenn da jemand gesagt hat Zukunftsmärkte, dann war damals völlig klar, was da gemeint ist. Zukunftsmärkte, das waren die Emerging Markets, schnell wachsende, aufstrebende Regionen, Asien, Lateinamerika, Osteuropa, Afrika und so weiter. Die Anleger fanden das damals auch wahnsinnig spannend. Heute interessiert es kaum noch jemanden. Ich halte das zwar nicht für ganz richtig, ich kann es aber natürlich auch keinem verdenken. Nach allem, was jetzt zum Beispiel mit Russland wieder passiert ist oder wie es auch in China gelaufen ist die letzten Jahre und so weiter. Aber es gibt ja viele, viele andere Themen, die auch spannend sind und an der Börse werden auch natürlich Einzelaktien gehandelt, es werden aber auch Szenarien gehandelt. Es geht da auch oft um große, wichtige Fragen. Geldpolitik, Schulden, systemische Risiken, auch Politik spielt eine große Rolle, Außenpolitik, Geopolitik, Wirtschaftspolitik und am Ende des Tages sind sogar auch manchmal gewisse gesellschaftliche Fragen wichtig. Wo stehen wir als Land? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie gehen wir als Gesellschaft um mit großen Herausforderungen? Und Sie wissen wahrscheinlich, das sind alles Dinge, die mich sowieso sehr interessieren und darum geht es hier auch in Zukunft verstärkt. Der Zukunftsmärkte-Kanal ist Geschichte und diese Woche schon geht's los mit meinem neuen Kanal Gerhard Heinrich ohne Rücksicht auf Verluste. Da decken wir das dann alles breit ab in Zukunft. Alles, was für Anleger wichtig ist und interessant ist und spannend ist. Menschen, Tiere, Sensationen, die Börse, die Wirtschaft, die Wirtschaftspolitik in ihren schönsten und schrecklichsten Farben. Und was jetzt wichtig ist, diejenigen, die den Kanal jetzt schon abonniert haben, die müssen jetzt nichts machen, die gehen automatisch mit rüber zum neuen Kanal. Aber die anderen, die den Start von dem neuen Kanal jetzt nicht verpassen müssen, die können jetzt diesen Kanal noch abonnieren, dann drücken sie da auch auf die Glocke und dann kriegen sie das erste Video von dem neuen Kanal dann eben auch automatisch angezeigt. Und außerdem haben sie damit natürlich selbstverständlich auch die Chance, bei etwas Großem von Anfang an dabei zu sein. Der eine oder andere, der sagt jetzt vielleicht, ja gut, dann haben wir jetzt eben noch so einen Kraut- und Rübenkanal, wo es querbeet um alles geht, so wie bei allen anderen eben auch. Das stimmt, genau so ist es. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied. Es sind ja viele Finanzkanäle inzwischen wirklich gut, was ich ein bisschen anders machen will, vielleicht als die anderen,
Die Themen, um die es auf Börsenkanälen generell geht, die sind ja grundsätzlich eigentlich ernst. Man muss die auch seriös behandeln, ist klar. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, wir sind jeden Tag mit Sachen konfrontiert. Die halbe Welt ist durchgeknallt und auf dem Finanzmarkt ja auch. Ein Wahnsinn jagt den nächsten, eine Sau nach der anderen wird durchs Dorf gejagt. Vielleicht geht es ja auch gar nicht anders. Aber was wir da vor uns haben, ist eigentlich schon auch irgendwie ein Riesenzirkus. Mal kommt man aus dem Staunen nicht mal raus und mal stehen einem dann wieder die Haare zu Berge, die nicht vorhandenen. Und das sind Dinge, also diese absurden Züge auch, die das zum Teil ja auch alles hat, das findet meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig statt. Und abgesehen davon, man wird sich natürlich als Anleger mit solchen Themen immer irgendwie ja auch ernst auseinandersetzen wollen, aber es darf, finde ich, trotzdem auch ein bisschen Spaß machen, das Ganze. Und das ist eben auch der Anspruch von meinem neuen Kanal ohne Rücksicht auf Verluste. Und an der Stelle möchte ich jetzt mal allen danken, die das in den letzten Jahren schon mitverfolgt haben, mein Video schaffen hier, die das begleitet haben, auch mit Kommentaren, mit Lob, mit Kritik, mit Anregungen. Und ich hoffe natürlich, dass Ihnen der neue Kanal dann auch gefällt und dass ich dafür dann noch mehr von Ihnen gewinnen kann. Diese Woche geht's los. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Seit ewigen Zeiten stehen hier ja eigentlich schon Kommentare drunter unter den Videos so in die Richtung: Oh Gott, bitte kauf dir doch mal ein neues Mikrofon. Und ich habe mir dann immer gedacht, ach Gott, ist mir doch egal. Aber sie haben natürlich recht gehabt damit und ich habe mir jetzt auch entsprechend was besorgt. Heute bin ich hier noch zum letzten Mal unplugged, aber demnächst dann nicht mehr. Aber wenn Sie dann trotzdem immer noch nur irgendwie Gekrächze und Geknirsche hören, dann beschweren Sie sich nicht. Das ist dann nicht mehr die Ausrüstung, an der es liegt, sondern das ist dann einfach meine ganz normale Stimme. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie Ihnen das dann alles gefällt. Machen Sie jetzt noch schnell dieses Kanal-Abo und auf jeden Fall Dankeschön, danke für die vielen guten Jahre mit Ihnen zusammen bei Zukunftsmärkte und bis bald beim neuen Kanal.